So, liebe Leute, Palim Palim, ihr ganzen Pigmentsüchtigen da draußen, heute ganz ohne mich im Intro. Wir starten gleich mit dem Painten durch. Und zwar mit Everrain Part 9. Und zwar der Kollege mit dem Kübel, der was das Wasser ausschüttet. Begonnen haben wir mit einem ganz normalen schwarzen Primer Zenithal, weiß obendrauf. Und wir kümmern uns als erstes um die Haut. Wir nehmen in dem Fall Elfic Flash von Game Color von Vallejo. Verdünnend ist mit einem Medium oder halt mit Wasser. Ich würde Medium empfehlen, ist wesentlich einfacher für euch. Und klatscht einmal einfach die erste Schicht auf die Unterarme bzw. auf das Gesicht und das Dekolleté, also in den Brustbereich. Ich werde das Video einfach wieder durchbegleiten mit meiner Stimme. Am Schluss gibt es dann quasi das vollendete Mini und zu jedem Abschnitt gibt es immer am Schluss quasi ein Roundabout. Sorry, falls der Fokus irgendwann einmal nicht so ganz hinhaut, aber ihr werdet auf jeden Fall, glaube ich, das Ganze nachvollziehen können, wie es funktioniert. Ansonsten bis gleich. So, als nächstes die Mütze und die Haube, Keep It Simple Slaughtered Red von den Speed Paints. 1:1 in eine Palette reingeklatscht und auf die Haube drauf. Ihr könnt natürlich jede Farbe nehmen. Warum rot? Puh, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, okay, so eine Seemannsmütze für mich könnte in Rot ganz stimmig ausschauen. Okay, also bis gleich. Thank you.
So, im nächsten Schritt kümmern uns wir um die Kleidung. Da nehmen wir dieses Maleficent Green oder wie immer das heißt von Army Painter, von den Speedpaints, das könnt ihr euch eins zu eins raufklatschen. Wir werden die Kleidung in einigen kleinen Schritten machen, ja, also keep it simple, unverändert. Wir werden in diesem Video sehr viel eigentlich ohne Airbrush arbeiten, damit ihr seht, okay, das geht auch ganz ohne Pistole. So schnell als möglich. Schaut gar nicht so viel auf Details, klatscht einmal die Farbe als Grundfarbe für die erste Schicht drauf und dann werden wir ein bisschen Schatten hineinarbeiten. So, haben wir die erste Schicht für das Hemd aufgetragen. Jetzt steigen wir um in die nächste Farbe und wir schauen, dass wir das gleich ein bisschen nass in nass hinein wischen bzw. in einen Bürsten, in einen Pinsel mit Palette Bone. Das Hemd besteht ja quasi aus einem sogenannten Unterhemd oder quasi ein Überhemd. Das Unterhemd schaut quasi bei den Unterarmen vor, da klatscht es ein bisschen eine Farbe mal drauf. Schaut gar nicht so viel drauf, ob es irgendwo daneben ist oder nicht. Das kann man alles im Laufe der nächsten Phase mehr oder weniger noch ein bisschen nachkorrigieren, also keep it simple. Ja. Was wir dann aber mit dem Palette Bone weitermachen, wir werden ein paar Farbakzente quasi in das Hemd hineinmischen. Also gut hinschauen, beobachten und nach eigenem Ermessen nachmachen oder vielleicht sogar besser, je nachdem. So, keep it simple, also wir haben unten in die Schattierungen bzw. eher in den dunklen Bereichen mehr oder weniger ein bisschen dieses Palette Bone hineingearbeitet. Wir wollen ja quasi eigentlich schnell und schön Farbe draufklatschen, deswegen, wenn wir das Fahrrad quasi oder das Rad nicht neu erfinden, wir nehmen dieselbe Farbe und ja, schnalzen die quasi auf die Hosen drauf. Wie gesagt, schaut gar nicht viel drauf, ob das genau gemalt ist oder nicht. Schaut immer nur auf Kantenabschlüsse. Immer beim Malen auf Kantenabschlüsse schauen. Das ist eigentlich die größte Quintessenz aus meiner Sicht. Also draufpacken und keine Sorge, es wird noch stimmiger.
So, wir kommen zum nächsten Schritt. Wir haben ja bis jetzt bei allen Evergreen-Miniaturen ein bisschen so einen Lichteffekt hineingearbeitet, weil es mir einfach gut gefällt und es stimmig ist und meine Lieblingsfarbe Plasmatic Bolt. Eine in die Palette, ihr könnt es nach eigenen Ermessen verdünnen. Es ist natürlich wesentlich steuerbarer, wenn ihr es über mehrere Schichten dünner auftragt. Okay? In dem Fall ist Plasmatic Bolt unser grünlicher, spläulicher Schimmer, der was das Wasser mehr oder weniger liefert, wo wir immer näher hinblicken, wo er halt dort quasi seinen Kübel hinschüttet. Wo tragen wir das auf? Je nachdem, von wo ihr eure Lichtquelle wählt. In dem Fall habe ich gewählt die Unterschenkel bzw. ein bisschen Oberschenkel, Außenseite und oben die Schultern noch bzw. teilweise den Rücken bzw. die Vorderseite der rechten Schulter aus Perspektive der Miniatur. Wenn ihr euch nicht sicher seid, weniger ist mehr und lieber zwei, drei Schichten auftragen als wie eine große Schicht und die habt ihr dann verbockt. Ja. So, immer wieder dazwischen immer natürlich die Miniatur drehen und schauen quasi, wo könnte das Licht noch besser hinpassen, wo fehlt es oder wo fehlt es nicht. Okay, also eigenes Ermessen. Gravelot Grey, auch ganz simpel. Einmal einen Tupfen, ist echt so eine unglaublich schlampig, nicht geputzte Palette, aber es reicht vollkommen aus. Klatscht das auf die Schucht auf mit einer Schicht und das war's. So, sind wir mit den Schuhen fertig. Hardened Leather im Next Step oder irgendein anderes bräunliches, lederfarbenes Gebims, je nachdem, was ihr im Angebot habt. In dem Fall habe ich diesen komischen Gürtel, glaube ich, oder was das war, oder dieses Seil, was da um seine Hüfte gebunden ist, einmal beklatscht. Und dann sehen wir uns recht floddy flott im nächsten Schritt. Da schauen wir sich dann den Kübel oder diesen Eimer an.
So, man kann natürlich Non-Metallic Metal malen, aber ganz ehrlich, wir wollen schnell zu einem guten Ergebnis kommen mit Greyflood Grey. Durch das Zenithal wird uns da ein bisschen mehr oder weniger schon entgegengeholfen, damit das ein bisschen metallischer wirkt. Wir werden einmal natürlich noch ein bisschen nachbearbeiten, dass das ein bisschen besser rüberkommt. Ihr verdünnt das ein bisschen mit einem Medium, also nicht 1 zu 1 pur, und tragt einmal quasi einfach dort, wo das, die weiße Grundierung war, die erste Farbschicht auf. Unten braucht es eigentlich nichts machen, weil wir haben ja dort so und so schon schwarz grundiert und somit haben wir schon ein bisschen einen dunkleren metallischen Effekt. Okay? So. Jetzt sieht er mal, ja, wie gesagt, unverändert, lasst den Flow einfach ein bisschen laufen. Als nächstes das Wasser. Es gibt verschiedenste Methoden, Wasser zu malen, entweder von dunkel auf hell oder von hell auf dunkel. Ja, je nachdem, für was für Art und Weise das sich entscheidet. Ich habe mir jetzt für die schnelle Version für mich entschieden. Ich habe mir 3 verschiedene Blautöne hergenommen und habe natürlich das Wasser im Kübel, im Eimer drin, dunkel gemalt und schaue, dass ich mit meinen Nuancen immer heller wird. In dem Fall habe ich die 3 Blautöne von den Speedpaints genommen. Da kennt ihr ebenfalls dunkel ganz unten, im mittleren Part das hellere Blau und ganz außen werdet ihr dann noch heller. Am Schluss werden wir dann nur ein bisschen Feinheit drüber geben, mit ein bisschen Drybrush und ein bisschen Highlight mit an Weiß. Okay? Ja, wir kommen dann ein bisschen in die helleren oder erhabeneren Parts des Wassers. Wir werden dann im Anschluss nur natürlich die Rückseite malen. Da braucht es natürlich nicht so stark auf Farbverläufe schauen, weil da hinten ist finster. Ja, okay, also da habe ich jetzt nicht so viel Augenmerk drauf gegeben. Also wir schauen von dunkel auf hell in 3 verschiedenen Farbtönen oder halt je nachdem, wie die Miniatur was hergibt, in 2 verschiedenen Farbtönen. Ja. Niemand sagt, dass es letztendlich auch blau sein muss. Man kann sogar, don't tell it anybody, ein bisschen grün hineinmischen, damit es ein bisschen reflektiver wirkt. Ja. In dem Fall, wie gesagt, ich wollte es schnell machen, deswegen keep it simple. Schon alleine für Wasser könnte man letztendlich, glaube ich, ein eigenes Video drehen. Aber es ist nicht Ziel der Sache. Somit bis gleich. Was beim Wasser irgendwo ein bisschen hilfreich ist, es ist immer ein Vor und Zurück. Also schaut bitte einfach im Verlauf der Malarbeit oder eurem Painting-Job oder eurer, je nachdem, eurer Session, wie sich das ergibt. Ihr könnt ja quasi Pigmente hin und her schieben und das könnt ihr quasi das Dunklere weiter nach vorheben bzw. auch wieder zurückgehen. Ja, also das ist quasi ein Prozess, der sich quasi im Pinselstrich mehr oder weniger entwickelt. Okay? Tja, als nächstes Crusader Skin. Wir bewegen sich wieder quasi zu unseren Hauttönen. Wir haben das in der ersten Schicht quasi noch grundiert. Crusader Skin nehmen wir, verdünnen wir wieder wie so ein bisschen ein Shade und tunken einmal alle Farbpartien, Finger und Gesichtspartien mit dem ein. Ja? So, das lassen wir jetzt ein bisschen trocknen. Wir nehmen sie wieder Plasmatic Bolt her und betonen jetzt da ein bisschen das Wasser in der mittleren und in der erhabeneren Gegend plus ein bisschen die Außenseite von diesem Eimer bzw. von dem Kübel da, damit unser grüner Schimmer mehr oder weniger ein bisschen durchkommt. Ja, ebenfalls wieder den Flow entscheiden lassen, denn das innere Ich wird quasi sagen, was richtig und was falsch ist. Ja. Meint es einfach so, dass es euch gefällt. Keep it simple, unverändert, alles ist besser als wie grau.
So, jetzt machen wir nochmal das Gesicht ein bisschen mit Grave Lord Grey. Und zwar den Bart. Okay. Könnt ihr 1 zu 1 nehmen oder verdünnt. Wie gesagt, zur leichteren Kontrolle nehmt es verdünnt, lasst es trocknen, gebt eine zweite Schicht drüber. Wenn ihr schon häufig ein Gefühl habt, dann könnt ihr halt dementsprechend in einem Step schon quasi die komplette Ladung draufklatschen. Wir bemalen nur den Bart, wohlgemerkt. So, in dem Schritt sind wir mal fertig. Das könnt ihr nur je nachdem ermessen, mehr oder weniger machen im Gesicht, wie es euch am besten gefällt. Diesmal greife ich aber wieder zur Pistole, weil es einfach für mich schneller geht. Das könnt ihr natürlich mit dem Pinsel auch machen. Sand Golem für die Base. Die Farbtöne in dieser ganzen Miniaturenserie sind ja hübsch gleich. Das werdet ihr merken anhand von den letzten Parts, dass die Bases eigentlich immer sehr gleich oder idem von mir gestaltet werden. Ja, also knallt einmal ordentlich Sand Golem drauf und lasst einmal ein bisschen die Farbe wirken. Das ist eigentlich immer wieder ein Genuss, wie manche Farben durch eine entsprechende Grundierung ausgekommen und wie das Zusammenspiel unter die einzelnen Farben eigentlich gelingt. Finde ich. Oder nicht? Ich mag ja letztendlich nichts mehr, wenn man dann ein bisschen so Zusammenspiele sieht von gewissen Farben. Ja, Hardened Leather für einen Anstrich pur für die Seile, die was wir unten auf der Base sehen. Und anschließend werden wir diese komischen Stahlnieten oder diese Metallnieten machen, die was unten sind, plus diese Flasche, diese Trinkflasche. Und ja, wir sehen sie gleich wieder. So, Grave Lord Grey, beziehungsweise das Grau nehmen wir jetzt dafür diese Flasche zwischen den Beinen. Keep it simple, ein Strich, also quasi eine Schicht drüber und that's it. Im nächsten Step nehmen wir ein Schwarz, mit Farbe, aber die weiß ich jetzt gar nicht, wie es heißt, Green Black von den Speedpaints und malen die Metallnieten, die wir sehen, zwischen den einzelnen Holzlatten. Thank you.
So, schaut schon ganz vielversprechend aus, aber jetzt kommen wir noch zu den letzten Schritten, zu den letzten Touches, die was schnelle Effekte bringen. Da könnt ihr ein Weiß nehmen, in dem Fall habe ich von Vallejo ein Weiß genommen. Und wir werden drybrushen. Wir drybrushen nicht die komplette Miniatur, sondern wir legen zum Beispiel ein bisschen ganz einen dezenten Fokus aufs Wasser, aufs Gesicht, auf die Haube, auf die Schulterpartien, also überall dort, wo quasi Licht hinkommen würde. Ja, oder wo es quasi auch für euch passt und wo es euch gefällt. Die Base kann man ein bisschen betonen beim Seil unten bei der Flasche, damit man halt quasi so, ich will nicht sagen Edge-Highlighting, aber dass man zumindest die Kanten der Flaschen schön sieht. Und im nächsten Schritt werden wir sich noch ein bisschen, ich betone ein bisschen, an den Augen versuchen, beziehungsweise ein paar Highlights noch beim Wasser betonen. So, gefällt mir schon ganz gut. Kommen wir zum Thema Augen. Oft ist weniger mehr. Also gebt euch gar nicht so viel Mühe, also ich gebe mir bei vielen Dingen gar nicht so viel Mühe bei den Augen, weil einfach gerade bei Everrain die Miniatur gar nicht so viel für Augenperspektive hergibt. Aufgrund von diesem Shaden, was wir davor gemacht haben, gibt es schon quasi eine Grundstruktur des Augapfels vor und da reicht es aus meiner Sicht ganz stimmig aus, wenn ihr dort ganz, ganz, ganz mit einem feinen Pinsel einen weißen Punkt einfach macht. Okay? Nicht zu viel, nicht zu wenig, das kann man dann für später im Skillen. Also das verbessert einfach ein bisschen den Pinselskill, wenn man so ein bisschen trainiert. Okay? Da hat sich nicht zu viel ärgern drüber, dass man gleich irgendwelche High-End-Augen mal in das bringt. Schaut meistens echt nicht gut aus meiner Sicht, solange die Miniatur die jeweilige Größe nicht hergibt. So, letzter Schluss. Wir nehmen wieder unser Weiß und betonen die obersten Spitzen des Wassers. Wieder frei nach Gemüt, was euch gefällt. Und das ist an und für sich auch unser letzter Schritt. Schon am Ende von diesem Step gibt es dann nur zwei Bilder, wo man quasi die komplette Miniatur sieht. Ich habe das bitte mit dem Handy aufgenommen, also bitte nicht köpfen. Ich glaube, es vermittelt das, was vermitteln sollen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr malt es natürlich viel, viel, viel besser, intensiver, detaillierter und leidenschaftlicher als wie ich. Würde mich über Ergebnisse von euch freuen. Ansonsten unterstützt uns doch ein bisschen for free mit einem Daumen, mit einem Abo, mit einem Kommentar, whatever. Wir freuen uns, wir sind so unermessliche, wenn wir unseren Wahnsinn quasi in die Welt spreaden und nur immer mit Abstand des geilsten oder die geilsten und besten Hobbys quasi verbreiten können im Sinne von Painten, Gamen und natürlich ganz, ganz, ganz enorm viel kultigen Trash-Talk von meiner Wenigkeit, dem Roman und vom Mike und von ganz vielen Star-Guests in Zukunft. Also, keep it simple, alles ist besser als grau. Wünsche euch einen schönen Abend noch, viel Spaß und wir sehen uns vielleicht wieder im nächsten Video, je nachdem, wie Lust und Laune unsererseits ist. Aber so schnell wird es euch schon nicht, so schnell wird es uns schon nicht los. Keine Sorge. Pfiat euch, palim, palim.